Willkommen zu einem neuen Video. Als die Kinderkrankenschwester beschloss, einem misshandelten kleinen Mädchen all ihre Liebe zu schenken und es zu adoptieren, ahnte sie nicht, dass sie demnächst Mutter von Zwillingen sein würde. Als im März 2017 ein 14 Monate altes Mädchen in Jacksonville in Florida in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, waren Ärzte und Krankenschwestern entsetzt. Das Kind hatte schwere Verletzungen wie Knochenbrüche und sogar eine Schädelfraktur. Diese Verletzungen mussten dem zarten kleinen Mädchen zugefügt worden sein. Keiner wusste, was passiert war. Die kleine Delia wog nur 5 Kilogramm und befand sich in einem erbarmungswürdigen, vernachlässigten, unterernährten Zustand. Die 30-jährige Kinderkrankenschwester Jess Hamm betreute das Kind und es brach ihr fast das Herz, wenn sie sah, wie das bedauernswerte Kind ums Überleben kämpfte. Das Mädchen klammerte sich immer wieder an die Finger der jungen Pflegerin. Es spürte wohl, dass es das Herz der jungen Frau eroberte und dass in großem Maß Liebe entstand. Die Zuneigung zu dem Baby wuchs immer stärker, bis Jess beschloss, dem zuständigen Amt einen Antrag auf Adoption zu stellen. Sie wollte diesem Kind alle Liebe geben, die es bisher nicht bekommen hatte. Doch dann erfuhr Jess etwas, das ihr Leben noch mehr verändern sollte als die geplante Adoption von Delia. Man sagte ihr, dass sie eine Zwillingsschwester habe, die genau wie sie dringend Hilfe braucht. Jess Hamm war hin und her gerissen, was solle sie nur tun? Würde sie es schaffen, 2 Kinder aufzunehmen? Sehr lange allerdings musste sie nicht überlegen. Ihr war klar, man konnte die Zwillinge nicht voneinander trennen, ohne ihnen weiteres Leid und noch mehr Ängste zuzufügen. Zwillinge sind so miteinander verbunden, dass sie einfach beisammen bleiben müssen. Also beschloss die junge Frau, beide Mädchen zu adoptieren, beiden ein neues Zuhause zu geben. Inzwischen ist die Adoption der Zwillingsmädchen erledigt. Die Kinder entwickeln sich dank der Liebe, Betreuung und Pflege durch Jess Hamm prächtig, haben zugenommen und sehen gemeinsam mit ihrer Adoptivmutter einem schönen, glücklichen Leben entgegen. Danke fürs Zusehen! Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile dieses auf WhatsApp und Facebook.